Ja, genau. Ja, die Street Academy ist jetzt eigentlich zum ersten Mal am Land und die Unterschiede sind ehrlich gering, weil wir doch für Jugendliche arbeiten, die Defizite haben, vor allem was die Angebote betrifft. Das heißt, die wenig Geld zur Verfügung haben, die nicht mobil sind, die Interessen haben, die sie sich vielleicht auch nicht leisten können. Die Jugendlichen kommen zum Großteil doch aus Familien mit Migrationshintergrund. Die Jugendlichen sind ja hier geboren, sind also Österreicher, werden zwar von der Politik gerne als Ausländerkinder bezeichnet oder beschimpft, auch hier in Atnang. Gleichzeitig sind es einfach Österreicher, ja, die halt einen türkischen Namen haben. Und für diese Jugendlichen arbeiten wir mit der Street Academy und erreichen sie eigentlich auch fast zu 100%. Und was hier? Ja, nur das steht, das darf ich. Wo bleibst du jetzt hin? So. Genau. Na, und so. Genau. So, und dann. So. Ja, genau. Jetzt schau mal zu mir und lass dich zu weh zu tun. Ah! Okay, nur mehr aufpassen, wo der Eltern. Die Medien der Hip-Hop-Kultur sind zum Teil einfach sehr leicht zugänglich für die Jugendlichen. Das heißt, sie haben über YouTube oder über ihre Handys laufen die Rap-Songs. Beatbox ist extrem niederschwellig, ist ganz leicht einmal zu lernen. Also der Einstieg ist leicht, ist ein super Medium für Jugendliche, mit ihrem Körper auch was zu tun und gleichzeitig mit Musik was zu tun. Deswegen haben wir die Street Academy eigentlich rund um diese Straßenkultur angesiedelt. Anspannen. Und dann kann man das machen. Schlagzeug und Bässe gemeinsam. Wir waren dann einfach vor Ort und haben uns einmal inspirieren lassen, was der Bahnhof da alles kann oder nicht kann. Und uns ist er dann im Laufe unseres ersten Besuches gleich unmittelbar das Gasthaus Anni aufgefallen. Das war also eine leere Gaststätte im ehemaligen Bahnhof, bevor er jetzt aufgrund von dem Neubau abgerissen worden ist. Und wir wollten einfach diesen leeren Raum wiederbeleben. Natürlich haben wir uns am Anfang überlegt, was wird da geben, dem Restaurant zum Essen. Und die erste Idee war sofort, die Atmang Buchheimer sollen die Gastgeber sein. Dann haben wir uns umgeschaut und dadurch, dass es sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund gibt, gibt es auch dementsprechend breite Palette von verschiedenen Speisen. Und das haben wir aufgenommen und auch durchgeführt. Ja, es hat dann eben im Vorfeld dann so Aufrufe an die Atmang Buchheimer gegeben, wir suchen Rezepte. Und da sind auch Einsendungen gekommen und im Laufe der Zeit immer mehr. Und wir haben dann einfach den Zugang so gefunden, dass wir zu denen nach Hause gekommen sind, in ihre privaten Küchen
und dort mit denen dann diese Rezepte, die sie vorgeschlagen haben, gekocht haben. Und wir wollten ja an und für sich auch, dass gewisse Teile nach dem Festival auch übrig bleiben von dem Projekt. Kann ich bitte eine Rolle des Frühlings? Zwei oder eins? Wenn der Waggon dann abgebaut wird und das Restaurant Anni gibt es nicht mehr, gibt es das Kochbuch und sozusagen es sind da Teile von dem Projekt enthalten. Es wird auch die Geschichte von den Menschen und von dem Projekt erzählen. Ja. Bei unseren Workshops jetzt ist richtig, kommt es außer, dass man sich jedes Mal auf eine neue Küche einstellen muss und einfach auf neue Menschen und auf andere Kultur. Es entstehen ja dann Gespräche dann natürlich zwischen Menschen, die sonst nie irgendwie zusammenkommen wären. Im Speisewagen ist es ja dann einfach so, da haben wir sie dann schon selber nochmal mit der ÖBB kurz geschlossen, weil das ja so ist, dass die Tische völlig unflexibel sind, dass man die nicht weggeben kann und wie soll man denn miteinander, dann die Gruppe soll miteinander was machen und soll miteinander kommunizieren und das funktioniert ja in einem ganz normalen Speisewagen einfach nicht. Und dann gibt es halt Optionen, Waggons, die einfach leer sind und mit nichts ausgestattet sind. Und das war uns dann natürlich sehr angenehm, weil wir dann das reinsetzen haben können, was für uns wichtig war, dass man miteinander isst und miteinander kocht. Und ja. Seit die Workshops jetzt stattfinden, ist jetzt eigentlich für uns ruhiger. Ja. Und ja. Das ist der angenehme Teil. Der angenehme Teil, das ist richtig. Der genießt man das, ja. Dass man die Züge begrüßt. Sie haben dann einen roten Teppich, dann immer ein Roboter, wie das eine eigene Gefühl ist. Ja, können die Leute, die da hinten sitzen, alle hier rüberkommen? Wir zeigen jetzt hier noch einen Film, eine Präsentation von einem Projekt. Gerne 3 Szenen mit Ihnen drehen. Um sich daran zu beteiligen, müssen Sie einfach den beiden Menschen mit der Flagge folgen. Die gehen wieder rüber zur Bühne und dem müssen Sie sich einfach anschließen und wir erklären Ihnen dann drüben, was Sie zu tun haben. Es ist ganz einfach, es ist wirklich nichts Kompliziertes und Sie können sozusagen Teil der ersten und vielleicht einzigen Spielfilmproduktion in Abdankuchheim werden dadurch. Was ist denn wichtig? Körperlich gut geht in dieser schweren Stunde. Es geht uns körperlich Spitzenklasse, fantastisch, ausgezeichnet. So ist es passiert in der chinesischen Grube. Die Balken sind eingestürzt. Ein Wasserschwall hat sich über die Massen der Menschen
ergeben. Now, I'm in a very prominent position. Jim had this idea. He said, I've got this thing at some Buchheim, and then it got cancelled. He was going to use the other show that we had in some place in Switzerland. But then, he had these suitcases coming out of it. Do you know about this? Anyway, then that couldn't happen. So then we were back on the train, this train thing, and he wanted me to be a guard, and that's what I am. And so, hop! Ni bra po sestrinje! Right, so foot security now. You're going to have to take your feet off. I mean, your shoes off. And so I just got the foot. And keep away. A ritualistic thing. One of our chefs had a very bad accident. See about soon. Please. Very good, very good, please. Yes, please. Well, we have a group called Carnival of Hallucinations, and we come and help Jim do his, you know, basically installation theatre shows, and because we like raw theatre, you know, pantomime, that kind of physical theatre, and also comedy, more mixed together, and it suits his machines and, you know, elements of his artistic ideas. So, we are breaking. It's kind of like a living installation theatre. And it grows and grows and grows, and over the period of like 10 days, it gets bigger and longer and wider. Daddy! Okay. I'm coming.
A year ago. Three words. Chaos on wheels. Have a chocolate.